Genau, wir machen heute Zucchini-Puffer. Mhm. Dafür brauchen wir 200-300 Gramm Zucchinis, die wir auch hier stehen haben. Wir waschen, putzen. Rasteln in Küchenpapier ausdrücken. Knoblauchzehe, Zwiebeln, Petersilie, Minze, 50 Gramm Schafskäse. Müssen wir alles miteinander vermischen. Aber dazu brauchen wir noch ein Ei, 2 Esslöffel blütenzarte Haferflocken, ordentlich blütenzart sogar. Ein Esslöffel gehackte Kürbiskerne. Also noch Salz, Pfeffer, ein bisschen Würze und 2 Esslöffel Olivenöl. Das ist eigentlich Standardzeug. Und ein Esslöffel und je ein Esslöffel Teig in das heiße Fett geben und flach drücken. Die Puffer von beiden Seiten in 3 bis 4 Minuten braun braten, gegebenenfalls zum Warmhalten in den Backofen stecken. Wird lecker. Das ist so schön. Klingt gesund. Ist es auch? Ist gut? Günstig? Danke. Gut, günstig.